Sie sind immer weg. Diese Tragödie soll sich nicht wiederholen. Knapp 9,5 Minuten lang presst der ehemalige Polizist Derek Chauvin sein Knie auf den Hals von George Floyd, der später stirbt. Diese Bilder hatten eine Protestwelle ausgelöst. Weltweit protestierten Menschen gegen strukturellen Rassismus, den der UN-Menschenrechtsrat heute in seinem Bericht anprangert. Jahrhundertelange Gewalt und Diskriminierung hätten in vielen Ländern Strukturen hervorgebracht, in denen Schwarze systematisch benachteiligt werden. Der Status quo ist unhaltbar. Systematischer Rassismus braucht eine systematische Antwort. Wir brauchen einen neuen Ansatz, der die miteinander verbundenen Bereiche angeht, die Rassismus vorantreiben und vermeidbare Tragödien wie den Tod von George Floyd wiederholen. Ein Beispiel im Bericht: Polizeigewalt. 13% der Menschen in den USA sind afroamerikanischer Abstammung. Laut FBI liegt der Anteil bei Festnahmen aber doppelt so hoch, über 26%. Auch wurden weltweit 250 Todesfälle untersucht, die meisten davon offenbar verursacht durch Sicherheitskräfte. Die Vorfälle ereigneten sich zwar in unterschiedlichen Ländern, die Muster seien aber die gleichen. Ich fordere alle Staaten auf, Rassismus nicht mehr zu leugnen, sondern abzubauen, die Straflosigkeit zu beenden und Vertrauen aufzubauen, auf die Stimmen von Menschen afrikanischer Abstammung zu hören, sich der Vergangenheit zu stellen und Wiedergutmachung zu leisten. Der UN-Menschenrechtsrat kritisiert, Rassismus gebe es in vielen Bereichen und nicht nur in der Strafverfolgung müsse sich etwas ändern.